So, ich schlag mich jetzt einfach mal eben durch die Wand. Es wird zwar wieder langweilig dabei, aber ich weiß auch gerade nicht mehr, wo ich hin soll. Und ich sollte mir mal eben was craften. Ich gebe dir einen Tipp. Wenn du nicht weißt, wo du lang sollst, immer gerade und dann links. Ah, okay. Das war damals bei uns beim DSA, war das immer unser Standardweg, ne? Achso. So, ja, wir kommen in eine neue Stadt, ne? Wir fragen einfach mal, wo hier das nächste Gasthaus ist. Boah, das ist eine gute Frage. Ach, gerade und dann links. Und das hat also geholfen? Der Weg war immer gerade und dann links, ne? Ups, Moment. Stirb. Huch, nein, ich wollte kein Schild auf den Stuhl stellen, sondern eine Lehne daraus bauen. Aha. So, das sind die beiden Chefsessel. Wir kriegen sogar Stuhllehnen, das ist ja episch. Ah. Moment, so. Kohle, noch mehr Kohle. Das ist Kohle. Ein Stuhl. Kohle. Wie viel Kohle habe ich jetzt inzwischen eigentlich? 1, 2, 3, 4 Stacks. Ach, den machen wir mal voll. So, ich habe auch mal die Plätze beschriftet. Also mein Platz ist dann, wenn man ins Zimmer reinkommt, wenn du reinkommst und hinschaust, der rechte und deiner ist der linke. Ja, ich werde es dann wohl sehen, oder? Ja, ich muss nur sagen, welcher ist, ne, damit das auch alle Bescheid wissen. Achso. Alle Beteiligten. Also in Blickrichtung ist der rechte meiner und deiner ist der linke. Schauen wir uns nachher nochmal gemeinsam an. Habe ich bis dahin nämlich wieder vergessen. So, Also ich bin im Obergeschoss gerade am Ausbau, ne? Erdgeschoss sieht auch immer noch genauso scheiße aus, da stehen auch immer noch zwei Betten. Ah, okay. Wir müssen dann auch mal gucken, dass wir den Außenbau da mal fertig bekommen. Zumindest erstmal grob, dass wir den Turm dahinter setzen und sowas alles. Na, das Dach, das mit dem Dach, da mache ich mir gerade ein bisschen Gedanken drum. Ja, da hade ich auch noch ein bisschen dran. Weil, also die Glaskuppel ist zwar ganz nett, aber... Aber sieht so nicht aus, also da fehlt das gewisse etwas, zum Beispiel eine gute Dachkuppel. Naja, da fehlen Treppen, Glastreppen. Ja, das stimmt. Mit Glastreppen wäre das eine ganz andere Geschichte hier. So, Moment, hier noch ein. Weil so sieht es halt einfach zu grob aus irgendwie, keine Ahnung. Das ist... Ja, da muss irgendwie noch was anderes her. Das turnt mich nicht so ganz an. Nein, Bro, gar nicht. So, geradeaus. Mal gucken, wenn wir jetzt nicht kürzlich auf irgendwas stoßen, dann grab ich mich einfach hoch und dann war's das mit Farm. Kürzlich, wenn wir auf irgendwas stoßen, bald auf etwas stoßen, meine ich natürlich. Ich erzähle eine Scheiße. Schön, dass dir selber auffällt. Scheiße. Heiliger Scheiße. Jo, Bob. Schön, dass es dir selber auffällt. Oh mein Gott, Bob. Ich hab voll den Plan, Bob. Wer ist eigentlich dieser Bob? Das ist ein Baumeister. Ah, kann der das schaffen? Nein, niemals. No way. Ich meine, hey, der ist so auf Drogen, dass der sprechende Fahrzeuge hat, ja? Also bitte, meinst du wirklich, der kann da irgendwas schaffen? Ist doch okay. Selbst das würde er nicht schaffen, auf sich für eine Ausnüchterungskur hier anmelden, selbst das würde er, glaube ich, nicht schaffen. Ja. So, okay. Ich grab mich mal hoch. So. Nächster Versuch. Aha, Kohle. Yes, geschafft. Es passt. El Sebastor. La 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 la. Ich möchte ein Glücksbärchen sein. Oh, das wäre ja wunderbar. Ein Glücksbärchen sein. Und ich kann diese Zeile immer noch nicht. Du hast sie mir schon so oft gesagt, aber ich vergesse sie immer wieder. Das ist doch sonnenklar. Ach ja, sowas. Ich erinnere mich. Ihr Kreuz schließt sich. Zum letzten. Nein, das ist schon wieder Star Wars. Nur ein Meister des Bösen, Yuvi. Ich hätte mir heute fast Lego Star Wars geholt, alle Episoden. Hey, cool. Aber irgendwie bin ich dann wieder davon abgekommen. Ist schon eine gute Idee, aber man kann sagen, was man will. Diese Lego-Spiele finde ich eigentlich ziemlich cool. Also, ja, klar. Ja, ich hab ja auch hier Lego Herr der Ringe gespielt. Der Humor ist teilweise
seltsam. So zum Beispiel, wie Boromir gebürstet wird, ne? Aber... Es gibt ja auch ein neues Spiel von Lego. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast für die Nintendo... Wie heißt die denn? U? Dieses Lego City oder was das da ist, ne? Ja. Das ist ziemlich geil. Also ich habe mir das mal ein bisschen angeschaut. Also nicht selber angespielt oder so, sondern... ich habe es in einem Livestream von Pizmeet gesehen, kann man ja einfach mal so sagen. Und ich was... Jetzt was kann man nicht sagen, scheiße, du machst Werbung für andere Leute. Ja? Nein, aber ich gucke den Livestream halt super gern. Und ich muss sagen, das war schon geil. Also ein Open-World-Lego-Spiel hat schon was. Ja, die Lego-Spiele sind auch ziemlich cool, finde ich. Ja, ja, auf jeden Fall. Und halt das jetzt noch in eine Open-World übertragen, das fand ich schon echt nicht schlecht. Na gut, keine Ahnung, da habe ich jetzt so noch nichts gesehen dazu. Also ich habe nur mal eine Werbung gesehen, als ich bei meinen Eltern war. Da lief so eine Werbung dafür im Fernsehen. Ah. Ich glaube, das war im Kinderprogramm, weil mein Neffe war da. Der ist ja erst 4. Kleine Kinder sind so voll putzig. Ja. Und nervig. Und so. So, ich bin fast in der Wüste rausgekommen. Ey, Wüste. Was für eine Wüste? Wir haben hier hinten auch eine Wüste. Da sind wir, glaube ich, schon mal durchgelaufen. Wir waren schon mal in der Wüste? Ich glaube ja, als wir das erste Dorf entdeckt haben. Apropos Dorf, da hinten ist eins. Right back. Das ist wahrscheinlich das Dorf. Das könnte es sein. Es wird doch gerade dunkel. Nee, es wird gerade hell. Es wird gerade hell? Okay. Bin ich hier beruhigt. Und dann musst du mir nachher mal helfen mit den Koordinaten. Okay. So. Diese Schattenbugs hier überall, die sehen so scheiße aus. Bist du Koordinaten haben? Nein, noch nicht. Kostet 12,50 Mark. Oh, 12 Kohle für 1 Smaragd. 19 Kohle, Entschuldigung. Für 1 Smaragd. Da könnte ich ja gerade mal so die ganze Kohle reinpumpen, oder? Hä? Also du zahlst die Kohle für 1 Smaragd, oder? Ja, genau. Und was willst du dann für die Smaragd holen? Haben die da noch wenigstens was anderes im Angebot? Weiß ich nicht, mach das jetzt einfach hier mal mit einem Stack. Oder vielleicht auch mit dem auch noch eben hier, so. Ja gut, du hast ja einiges an Kohle gefunden, wenn ich das jetzt hab ich noch 3 Stacks über. Das wird knapp. Hast du dir das gut überlegt? Der bleibt einfach. Okay. Hier ist nix. Guten Tag. Sorry, ihr Haus steht doch im Rohbau. Hier ist noch Erde drin. Ja, ich bin ja auch erst eingezogen. Es ist ja hier alles noch im Bau. Aha. Wir haben das Dorf auch erst vor kurzem hier hochgezogen. Bücher. Ja, bring Bücher mit. Jeder, der mich kennt, wird jetzt wissen, was passiert. Zack, zack, zack. Entschuldigung, wenn Ihnen was dagegen, oder wenn Sie was dagegen Entschuldigung, haben, Sie können eh nicht lesen. Dass ich Ihre Bücher klaue, dann sagen Sie es mir. Das ist kein Problem, ich mach den da wieder ran, ja? Wir können ja miteinander sprechen. Entschuldigen Sie, Sie stehen vor Ihrem Bücherregal, also. Tschüss, war nett, vielen Dank. Hey, geh wieder rein. Das Leben noch. Aha. Sperr sie einfach ein, mach die Tür, bau die Tür ab und mauer sie ein. Du setzt das Haus in Flammen. Ah, hier, 3 Smaragde, ein Bücherregal zum Beispiel. Das klingt doch gut. 3 Smaragde, eine Schere. Hallo, was haben Sie? 20 Wolle, 1 Smaragd. Aha. So. Da sind noch mehr Bücher. Entschuldigung, wollt ihr Gespräch nicht unterbrechen, aber was haben Sie denn? Aha. Oh, hier auch wieder 3 Smaragde für ein Bücherregal. Das klingt ja interessant, was Sie da so zu sagen haben. Die Aussage wurde zur Kenntnis genommen und wird ignoriert. Genau. Zack. Hoch da. Oh, hier ist das Dorf überflutet. Hier könnten wir gewesen sein. Es ist Chaos am Werk. Oh, hey, da waren wir schon mal. Das Dorf ist überflutet. Ganz klar. Halt. Aha, langweilig. Okay, das muss so sein. So, wo ist der Bücherregalmann? Aha, Äpfel. Bücherregale, Pfeile. Bücherregale? Nein. Du, Bücherregal. Nein, okay. Aber du warst. Ja, der war's. Soll ich einfach mal ein paar Bücherregale holen? Also es werden nicht viele sein.
Kannst du ja machen, ja. Ja, mache ich, habe ich schon gemacht. Ja, habe ich schon erledigt. Ist okay, gut, passt. Ist mir egal, ob du was zu sagen hast oder nicht. Ich mach das einfach. So, ich brauche Koordinaten. Wer nicht. Ich brauche Bücherregale. So, sag mal die Koordinaten. Minus 181. Also da bin ich jetzt gerade, das ist hier dann das... Das ist das, das X minus 181, ja? Ja. Und Z 25,7. Minus 81. 181. Oh, Moment. Ich bin bei 208. Na, das wird ja ein Weg. Mit dem Turm, das ist ein bisschen scheiße. So, ihr müsst jetzt mal kurz mit diesen Koordinaten hier im Dings leben. Aua. Also ich glaube, die Türme können wir eher nur als Deko hernehmen. Ja, ist doch okay. Also so war es eigentlich auch gedacht. Ja, also die werden nicht wirklich was sein, wo auch was drin sein kann. Nee, ist okay. Weil ich habe jetzt gerade versucht, da eine Treppe reinzubauen, aber das klappt so nicht. So, ich bringe mal ein paar Kakteen mit. Kacke. Kakteen? Kakteen. So. Hua. So, minus 180. Oh Gott, das wird ja ein Weg. Ja, können wir erstmal ausblenden. Hey, das sieht geil aus, da schwebt so ein Ding in der Luft. Cool. Das bin ich. Ich schwebe. Ich habe zu viel Helium eingeatmet. Aha. Hast du schon mal so Helium eingeatmet und da drauf gelabert? Oh ja, das ist aber auch schon echt lange her. Das habe ich, glaube ich, mal irgendwann im Zoo gemacht oder so. Also das ist schon 1000 Jahre her. Haben wir uns bei uns auf Arbeit mal gemacht. Dann haben wir so komische Werbeballons. So von wegen so, ja, hier, ne, bla bla. Und auf alle Fälle von dem Scheißdreck, da gab's dann halt noch so, also da gab's dann halt so, die waren mit Helium gefüllt. Ach. Und an dem einen Abend, da wollte man dann heimgehen und irgendwie ging das halt dann nicht so ganz, weil der Alarm die ganze Zeit losgegangen ist, weil da drin diese Luftballons sich halt noch ein bisschen so bewegt haben immer mit hin, ne? Dadurch ist der Bewegungsmelder halt losgegangen. Ist der Chef da sauer reingerannt, hat die Luftballons da runter gerupft, hat einen Alarm ausgestellt und dann wir so drauf so, Chef, gib uns die Dinger. Sagst du mir nochmal eben die Y-Koordinate, bevor du weitererzählst? Y war irgendwas 25. Also, oder, Y ist unwichtig, Y ist die Höhe. Z brauchst du. Z, was war denn Z? Also Z bin ich jetzt gerade bei 2. Also X minus 183, Z 1 bis 2 rum, sowas bin ich gerade. Wie gesagt, ist dann hier. Was? Wo bist du denn? Aha, so, also in die Richtung. Okay, ich war gerade nur verwirrt. So, sorry, kannst weiter erzählen. Du musstest nur gerade deine Richtung bestimmen, ja. Ja. Habe ich noch. Ja, nee, und dann haben wir da mit den Luftballons ein bisschen noch gespielt. Dann haben wir da so ein kleines Löchlein reingerissen und. Und dann hatten wir eine ganz hohe Stimme. Ja, ich glaube, du klingst aber ziemlich episch. Ich weiß es nicht. Aber du hast dich natürlich nicht lumpen lassen und mitgemacht, oder? Ja klar. Hallo, ich war der Erste, der das Zeug drin hatte. Wahrscheinlich gleich 3 Ballons auf einmal. Nee, wir hatten da nicht so viele, aber... Ah, da drüben ist es ja. Ah, okay, so weit weg war es dann doch gar nicht. Quasi hinter dem Berg hier ist die Wüste. Warte, ich kann dir das gleich mal zeigen. Also ich nehme dich jetzt nicht mit in die Wüste, aber zeig dir die Richtung mal. Du willst mich in die Wüste bringen, Hilfe. Genau. Scheiße. Ich die wieder abholen. So, beiseite. Jetzt machen wir einmal komplett so. Ja, danke schön. Durch die letzte Stufe setze ich wieder falsch hin. So. Bin wieder da. So, dann gucken wir doch mal, was der Ballast da macht. Bah! Hier, guck, also quasi in die Richtung ist Wüste. Da lang. Da hinter dem Berg. Who cares? Scheiß auf Wüste. Wüsten sind eh kacke, das zu bauen.
Da schwitzt man den ganzen Tag. Okay. Das wirkt mit der Glaskuppel natürlich wieder unglaublich gut, ne? Ja, von innen schon, ne? Aber von außen sieht's halt kacke aus. Hier, du bist auch am richtigen Platz übrigens, ne? Hier ist mein Platz und da drüben ist deiner. Du musst auch die Schilder über den Besitzen beachten. Prost. El Presidente. Weißt du, kann man das nicht ein bisschen von außen kaschieren? Wo ging's da runter? Hier. Ja. Ja, ich habe halt schon überlegt, ob wir vielleicht so ein bisschen mehr oder weniger noch ein Spitzdach drauf zulaufen lassen sollen. Oder guck mal, wenn man den Rand so ein bisschen à la burgmäßig macht, weißt du? Oder da vielleicht auch noch ein paar Bögen drauf baut oder irgendwie sowas. Dass es halt jetzt nicht einfach so ein klassisches Dach ist. Wo bist du denn da?